So, ein herzliches Willkommen hier zurück zur Dachkommunikationsrelais mit. Super Ansage. Super Ansage. Servus, grüß euch, Kleidung. Der gesuchte Funkmast ist auf einem Dach und so groß, dass Sie ihn nicht übersehen können. Halten Sie die Augen nach JTF-Tags offen. Wo Sie einen so, finden, Feinde. Ist der andere Feinde. Vielleicht nicht weit. Ober uns auch, gell? Ich mach nicht. Oh, okay. Entschuldige, haben wir uns nicht. Oh. Okay, aber so viel wieder sind. Ich hör schon. Over uns? Hab ich schon. Starber war over uns. Ah, okay. Ah, sorry. Ich bin heute nicht so gut drauf anscheinend mit dem Absprechen. Ah, interagieren. Oh, das ist still auf. Ist der Feuerwehrjacke an? Oder was ist das? Auffüllen, falls du brauchst. Ist immer wichtig. So. Nicht Chicago Fire, sondern New York Fire. Wow. Also, Granate, bei dir. Warte, Granate. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich hätte eh gewusst, ich habe gesagt, genau, mich hat er getroffen. Ah ja. So, zack. Sniper. Ah, da ist noch einer. So, das geht jetzt richtig zack hier. Ja, jetzt läuft's wieder. Und ich geh da mal runter. Granate! Wenn du hast wieder die Mine zum Auslösen, dann schick's. Habe ich nicht. Habe ich bei dem Fetten jetzt gemacht. Hä, wie hat er mich getroffen? Ich bin tot. Ah, shit, jetzt habe ich den Koffer gerade ausgelöst. Kein Problem, ich kann runterkommen. Du musst noch rein. Halt, bleib um. Na, geht schon, ich geh zum Koffer. Ja, genau, das meinte ich. Das ist. Okay. Das ist gerade da. So Arsch. Und der Koffer ist auch. Ist weg. Ja. Ah! Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Na gut, bis jetzt. Okay, ich schicke es gleich einmal los. Die Mine schicke ich los. Ja, sorry, das war praktisch nicht leimend jetzt von mir. Dann nehme ich mal. Hinten kommen 2 Liter. Wow! Ziemlich zurück wieder drauf. Thank you.
Vielleicht kommen wir jetzt auch runter. Koffer nicht vergessen, gell? Oh, pass auf, hinten, ober dir, ober dir! Ich weiß. Oh shit. Oh shit. Warnung, Feinde im Anmarsch. Okay. So, jetzt bist du richtig schön am Arsch. Sie kommen. Alle kommen. Oh, was hast du da für eine Waffe? Die war ja richtig stark jetzt. Stummel. Oh, pass auf, Granate. Ich setze mal den Koffer. Okay, dann. Oh, den musst du mir sagen, Alter, welche du da hast. Ich hab die ganze Zeit schon. Wie viel machst du Schaden? 2900, glaube ich, oder ist das nur Kopf? Warte mal. Nein, ich mach 2200 am Körper. Und 4000 irgendwas Kopf. Nee, so viel mache ich nicht. Hast du Spaß mit meinen Jungs? Und es kommen noch mehr! 2241 Körper. Oh, 1451. Ich kann dir den die Granate wieder schicken. Oh! Genau, habe ich daher, da bist du auch beim Koffer direkt. Ja, 1451 im Körper. Ja, 2241 und halt. Doppelte dann am Kopf. Hast du deine Granate vielleicht? Ja. Oh. Aber ist zu weit weg, glaube ich, die Gegner. Oh! Oh, da liegt einer. Die kommen aber jetzt. Oh! Das war jetzt verdammt knapp an mir dran. Ja, dir macht eh keinen Schaden. Oh ja. Na, dir nicht. Die Brandgranate schon. Na, meine nicht, nur die eigene. Ach so. Das wusste ich nicht. Schon. Weil ich bin selbst in deiner mittendrin schon. Also schon. Ah ja. Jetzt mal. So.
So, keine neue Station. Warte, ist irgendwo vielleicht. Ah, Munition ist nichts. Ja, ist da. Wo? Da. Ah, da. Na gut, dann runter mit uns, ne? Ich warte drin. Reese, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und oder? Sie wurden auserkoren, sie klar zu machen. Verstanden? Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten uns. John, John, atmen Sie tief durch und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Oh shit. Okay. Beschützen. Oh shit. So, von wo kommen sie? Gleich von rechts. Oh shit. Und Elite gleich. Gut, bade einfach gleich Mine. Setzt du Koffer oder ich als Erster? Mach. Weiß nicht, egal ehrlich. Ja, nur das will ich. Gleichzeitig wieder. Oh, Hauptsache wir tun einen. Schaut, dass die Schwächeren immer weg. Schön, machen wir das. So schön. Da vorne irgendwo? Drüben? Wow! Aber die müssen runter. Ah, da drüben ist noch. Ja, links von uns ist auch noch einer. Links von uns. Oh. Links, links, links. Oh, ich hab grad nachladen müssen. Hab noch Waffen wechseln müssen. Da kommt der hoch. Der kommt darauf. Hilfe. Ah, bin down. Ich hab gedacht, das geht sich aus. Wo bist du? Ah, du bist runtergegangen. Okay. Oh, Scheiße. So. Schön gut, alles ist gut. Bleibt nicht mehr viel zu tun. So, komm, super. Hast du die Granate? Dann schieß raus. Links. Ich geh da runter. Zwei Liter. Sind die schon unten? Nein. Mann, Elite nicht. Koffer setzen, gell? Etwa Minuten. Warte, ich schau ihn gleich nochmal. Oh. Noch top. Sehr schön. Ja. Und wenn der zweite runterkommt, kannst du noch schießt du vielleicht. Den. Ah, der kommt nicht runter. Wenn er nicht kommen will. Oh, der hat mich wieder getroffen mit seiner Scheiße. Granate.
Am Kopf mache ich 2975. Ah, jetzt kommt er runter. Oh shit. Ciao. War ich ziemlich zu dir rauf zurück? Sehe ich jetzt selber? Ja, ich glaube. Ah, okay. Nice, Ziel erfüllt. Schon. Ich bin fertig. Fertig. Bin ich fertig? Das war gerade gemeint von mir. Aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt. In der Nähe sind keine Feinde und wir schicken einen Trupp, der sie abholt. Alles klar? Alles easy. So, neue 27er Stufe. Noch nicht ganz. Hast du dich abgesellt? Nein. Ah, bist du noch da? Nein. So, dann gleich weiter zum Nebeneinsatz. Gut. Das war wieder souverän. So, ich brauche aber auch nur noch, ich glaube, ein paar Schüsse und ich bin auch auf Rang 27. Agent, wir haben Beweise für eine sehr interessante Allianz, die Sie sich vielleicht anhören möchten. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, dass wir jetzt wissen, was mit unserem Heli in Brooklyn passiert ist. Hören Sie selbst. Oha. Warte, Beweismaterial anhören. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum? Alex? Ja, ist aber abgebrochen, weil Mission... Oh. Ah, okay. Von wo? Warnung, Ware wird beschossen. Nimmt. Ah, woanders auf wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber geht's gar nicht drauf. Ah, da. Der tut da keine Ware beschießen. Oh. Oh shit, das war jetzt nicht so gut. Oh. So, wo ist der? Da. Medizin, Munition, Trockenfutter. Sie wissen wirklich, wie man seinen Standpunkt durchsetzt. Na gut, dann war's. So, ich würde sagen, das Video, die Nachricht machen wir noch, oder? Freunde, Natascha und Ruth.
und dieser komische Schnauzer namens Brutus. Mal schauen, wie man die auswählt nochmal. Dossier wahrscheinlich. Ah, da, ja, sehe ich schon. Überwachungsdaten? Nein. Oder wo ist das? Beweis. Ich weiß nicht, welches das ist. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum, Colonel? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen. Ich habe keine Ahnung. Ah, hab's. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum? Aaron Kina, oder? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen sie mit ihrer Ausrüstung und mit Informationen, die sie sich vor 6 Wochen nicht hätten träumen lassen. Ich bekomme eine Operationsbasis, einen Platz auf der Gewinnerseite und bei Bedarf Zugriff auf ihre personellen Ressourcen. Ganz zu schweigen von gelegentlichen Bodenluftraketen. Oder haben Sie den Hubschrauber in Brooklyn vergessen? Hören Sie, meine Leute haben die Drecksarbeit erledigt, Bliss. Und meine Division-Vorgesetzten auszuschalten nützt Ihnen genau wie mir. Keiner von uns wollte, dass ein Division-Mitglied eine zweite Welle von... Da steht jetzt noch. Entschuldigung. Du bist noch drin im Video. Der Leitung. Ist sie kompromittiert? Sieht so aus, ich unterbreche jetzt. Wagen Sie es bloß. Okay. Da steht jetzt noch in der Basis, mit wem reden. Mit Paul Rhodes reden. Aber es ist keine Mission, ja, oder? Glaube ich nicht. Aber kann man ja noch machen, oder? Ja, weiß nicht, kann man mit ihm reden? Dann gehen wir hin. Ich denke schon. Ich habe jetzt das Terminal. Ah nein, nützen, das ist was anderes. Schauen wir mal. Ja, wir wollen auch ein bisschen euch Story bieten. Vielleicht auch mal ein bisschen ausbauen wieder dann, aber nach der Folge. Paul Rhodes, wer ist denn das, welche Haare? Da oben. Sie leisten gute Arbeit. Im Tech-Flügel, der. Wo soll das sein? Oder? Ah, da, oder? Ein paar Kommunikation. Das haben sie wirklich gut aber gemacht. Wo bist du? Oben? Wie mich fast wieder offen. Im Tech-Flügel? Keine Ahnung, was oben ist. Ich sollte fast Agent Law. Aber was sie da draußen gefunden haben, raubt mir den Schlaf. Vielleicht war ich am Ende doch nicht paranoid. Ich hatte nur recht. Ich meine, sie haben die klügsten, die mächtigsten, am besten bewaffneten Agenten der Welt. Und ich weiß nicht, welcher Flügel oben ist. Quer. Ja, aber die werden nicht gewinnen. Egal, was Sie vielleicht glauben. Steuerraum? Sie, ich bin nicht auf wo Ihrer ist der Seite? Paul Rhodes, Agent? Halten Sie mich für einen Zyniker, dem alles egal in ist? Fall ich bin ein Patriot und deshalb regt mich der Scheiß so auf. Sicherheitsflügel? Wissen Sie, warum Demokratie klappt? Es ist das Gleichgewicht. Es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Die Leute sind sich nicht bewusst, wie verdammt wertvoll dieser Scheiß ist. Geschworenendienst, wählen. Und wie schnell man das alles verlieren kann, wenn man seinen Teil nicht erfüllt. Niemand kriegt was umsonst. Gott, das Land ist so organisiert, dass keiner irgendwas allein regeln kann. Ein Machtgleichgewicht. Und dann kommt irgendein Arsch und gründet die Division. Macht alles okay, kaputt. Leute, ich bin ein bisschen dumm jetzt. Die komplette Macht, aber keine Verantwortung. Das ist das Gegenteil von allem, wofür dieses Land steht. Natürlich ging's schief. Gleich im ersten Raum. Und was ist davon übrig? Gute Absichten. Hey, und wir? Wir alle. Schau auf der Karte, wo ich bin. Und ich habe verdammt nochmal mehr als nur gute Absichten. Wir kriegen das hin. Warte. Und zwar auf die richtige Weise. Ich hoffe, jetzt, dass Sie recht behalten. Wirklich. Aber ich sehe nicht, wo Sie anders sind als der Rest. Ich hoffe nur für uns alle hier, dass Sie es sind. Aber was Sie da draußen gefunden haben, raubt mir den Schlaf. Ich am Ende doch nicht
Na gut. Bis später. Nicht schlecht. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Ich bin ein Patriot und deshalb bringt mich der Scheiß so auf. Wissen Sie, warum Demokratie ist das Gleichgewicht? Es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Die Leute sind sich nicht bewusst, wie talentvoll dieser Scheiß ist. Sie haben in der Polizeiakademie einen Ordnung. Ich bete für Sie. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Jetzt kann es richtig losgehen. Ab sofort sind Sie mein absoluter Lieblingsagent. Natürlich ging es schief. Was ist davon übrig? Absicht. Wir alle. Und ich habe verdammt nochmal mehr als nur gute Absicht. Wir kriegen das auf die richtige Weise. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Na gut. Jetzt wäre ich ready zum Beenden. Na gut, dann beenden wir das Ganze und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.